Livestream. Ich begrüße euch zum heutigen Livestream, meine Lieben. Und zwar habe ich vergessen, das Mikrofon anzuschalten. Man kennt's. So. Ich muss gleich mal schauen, ob ich die Audioquelle von der Nintendo Switch reingepackt habe. Aber das müsste dann ja. Ich weiß gar nicht, welche Audioquelle das denn ist. Mal kurz in die Gaming-Szene. Vom Videoaufnahmegerät müsste das sein. Also auch die ist mit drin, okay. Gut, ist mit drin. So. Dann brauche ich den Controller. Dinge, die wir brauchen, ein Controller. So. So, da habe ich nämlich den GameCube-Controller hier mit nach hinten gelegt, dass der ein bisschen auflädt. Dann verbindet er sich schon mal. So. Gut. Dann wollen wir das Ganze mal machen. Und zwar. Halt, das soll sich noch verbinden. So. Genau. Hugo Rush, du wollen wir spielen. Ich habe das Spiel noch gar nicht angerührt, seitdem ich es habe. Also von daher. Ich weiß echt nicht, was da jetzt auf mich zukommt. Da müssen wir mal gucken, was wir jetzt da schönes spielen. Halt. Ich werde das Mikrofon gerade so ein bisschen hindrehen, damit es fest ist. So. Genau. Natürlich powered by Konami. Man kennt sie. Nicht wahr? So. Gut. Ey, wir werden beleuchtet hier. Wir werden übelst beleuchtet. Yu-Gi-Oh! Rush Duel! Dawn of the Battle Royale! Feel my spirit! Yeah!
Hier schrecken will ich jetzt sehr, sehr laut bin. Ich habe das volle Puller gestellt jetzt. So, ich hoffe, euch fallen jetzt nicht die Ohren ab. Ich bin im roten Bereich jetzt. Game ist immer noch zu laut, was drin ist. Machen wir mal wie auf so lange geht. Ein bisschen auf minus 15 Dezibel. Ich hoffe mal, dass es jetzt so besser ist. Ich hoffe mal, dass es jetzt wirklich deutlich besser ist. Wenn ich hoffe, dass ich nicht zu laut bin, Hermos, Alter. So. Dann können wir langsam mal anfangen. Wir müssen den Namen eingeben. Machen wir. Die Lautstärke ist normal, ja? Ganz ehrlich, ich hab's bei Windows-Einstellungen habe ich es auf Maximum gerade gestellt. Aber ja, man kennt's halt. So. Wie war denn eigentlich euer Wochenende? War's schön? Merkt ihr mal, wie viel ist die Einstellungen? Ja, ey. Immer beim neuen PC einrichtet. Alter. Du hast alles vergessen. Ja, okay. Welches Alter sind wir denn? Wollt ihr was in den Chat reinschreiben? Also ich würde einfach sagen, jünger als Grundschule. Einfach. Wir sind einfach 0 bis 3. Das passt einfach, oder? Wobei ich weiß halt gar nicht, Grundschule ist 7 bis 10 oder irgendwie sowas. Dann müsst ihr jünger als Grundschule, müsst ihr 0 bis 6 sein. 40 und älter. Die über 40 werden einfach ausgelassen. Also machen wir Spaß, haben wir jünger als Grundschule. Natürlich. Da steht anderes und nicht divers. Also, ja, okay. Ja, was komm, ich komme jetzt wieder nach Österreich. So. Mein Weekend wird jetzt sehr entspannt, freue mich schon auf meine Ausrüstung. Teil sind schon was klar und ist vertrauens angekommen. Nice. Ich habe den PC heute auch hochgeschleppt, ey. Ja. Ein bisschen schwer, ein bisschen. Aber, ey, sieht geil aus, wie er hier steht. Muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen was machen. Das ist die Grundschule der Gohan Nummer 7 in Goa City. Von Schulen hin bis zum Einkaufszentrum beherrscht ein Megakonzern die gesamte Stadt. Goa Enterprise. Enterprise kontrolliert sogar jeden Aspekt von Duellen und sagt dir, wie und wann du dich und wo duellierst. Ja, Alter, als ob. Wir leben einfach in einer Stadt voller. Mit einer totalen Kontrolle. Sehr schön. Unser erstes Tagsarbeit in der Grundschule Goa Nummer 7. Die Zeit zwischen und nach dem Unterricht verbringen Schüler auf dem Dach. Hier beginnt auch sein Abenteuer. Ja. Da bin ich Freunde, reden und Herausforderungen zu stellen. Was hat es mit Stellen auf sich? Muss ich sagen, ich habe den Anime und dazu noch gar nicht gesehen, aber auch gar kein Interesse dazu. Ich hoffe, Cherry schreibt auch ein bisschen, weil jetzt hätte ich das Spiel auch extra gewünscht. Alter, unser Doppelgänger. Hey, bist du ein Neuer? Yuga, ich heiße Yuga, wir sind in der gleichen Klasse. Es wird noch schöner, wenn ich meine neue Erfindung an dir ausprobieren will. Ich nenne ihn Vorstellinator. Wie heißt der Typ aus Phineas und Ferb, der an alles Nator ranhängt? Hier Dr. Doofenshmirtz oder wer das ist? Das ist nicht mein Name, Yuga. Ignorieren, mein Name ist Kaizo. Ich analysiere eine Info und stelle ich einen vor. Du bist also in der 5. Klasse. Mich und Reis. Plötzlich ist mir Nase berühren, dass ein geliebten Kaktus namens Pixie. Haben wir nicht gesagt, dass wir im Grundschulalter sind? Also von wegen so
noch vor der Schulzeit und trotzdem in der 5. Klasse. Ach ja, aber okay. Ich bin Fehlfunktion. Habe ich gerade recht gehört, oder dass jemand König werden will? Klingt eine Herausforderung für mich. Was? Lucien? Oder Lucien? Keine Ahnung. Kalista, auch wenn er mich Luke. Ich will braucht einen neuen König. Wenn du König des Zeitspringen werden willst, bist du besser springen als ich. Gummitisch-Terminator. Einfach diese Kaiba-Version. Was ich weiß, dass du hier Endphase auf Stand auf 5 Karten auffüllst und Relief normal. Ja, das weiß ich auch, ja. Kannst du mir damit aufhören, unseren Nösten für Angst zu versetzen? Gabe, ich bin Schutzsprecher der Grundschule Nummer 7. Wenn ich irgendwas dafür tun kann, deinen ersten Tag sein, bis Tag sein, frag einfach, ich werde die 30 Diensten sein. Okay. Das Mädchen kenne ich sogar noch, die habe ich mir sogar ein bisschen merken können aus den ganzen Bildern, die damals so gepostet wurden. Ich glaube, jetzt bist du es, der einen schönen Anschluss hat, Gavin, du bist etwas aufdringlich. Ich bin Roman, genau wie Luca und Luke übrigens in der Klasse. Ich spiele die Gitarre in Roa Roman, der beliebteste Mann der Stadt. Sie macht das weniger vor als Curry, deswegen denkt sie, sie hätte einen besseren Geschmack als ich. Soll das Kompliment oder beleidigend sein? Okay, ich glaube, wir überspringen das mal so ein bisschen. Wer ist das? Seid gegrüßt erstmal, ich bin Celestia Nudlina. Okay. Ich bin vom anderen Ende des Universums angereist, um für Goa Enterprise zu arbeiten. Als ob. Und um eure schmackhaften Nudelgerichte zu kosten. Okay. Aber egal, ich habe eine wichtige Ankündigung für jeden einzelnen von euch. Goa Enterprise hält einen Rush-Turnier, und dem ihr teilnehmen kann. Ich finanziere das Goa Rush Turnier Battle Royale. Der Sieger gewinnt einen Goa, erfüllt dein. Was? Der Sieger gewinnt einen Goa, erfüllt dein Herzenswunsch Bibility Boot Ticket. Okay, das Herzenswunsch Ticket. Mit dem Herzenswunsch Ticket erfüllt Goa dir deinen innigsten Wunsch. Ein wertvollen Preis werdet ihr den ganzen System nicht finden. Die einzige Bedingung für die Teilnehmer ist, dass man einen Deck fürs Waschstuhl besitzen muss. Das heißt, dass ihr teilnehmen kann. Ausgenommen derer, die außerhalb der Erdatmosphäre wohnen. Im Anschluss des Turniers hat der Präsident von Goa eine ganz gute Nachricht vor, ich bin frei. Mal gucken, was der Typ sagt. Erstmal fies lachen. Okay. Ja. Okay. Ich sag dazu nichts. Jetzt sind wir auch wieder verbunden, das ist sehr schön. Ich weiß, ich habe gar keine Lust mit irgendjemandem zu reden. Hier haben wir ein Ausrufezeichen, das ist interessant. Normales Ticket. Okay. Kriegen wir halt ein Kartenpack. Oh, ich kann so nicht sitzen, ey. So. Ist hier aber irgendwo eine Karte, die ich aufrufen kann? Wahrscheinlich, oder? Büro des Schülervorstands. Was kann ich denn mit den Tasten so machen?
schlag mich jetzt nicht, warte mal. Wieder Deck oder Shop? Das ist nicht alles, was du in die Menü tun kannst. Während du das Spiel durchspielst, hast du mehr Funktionen frei. Was haben wir denn da alles? Duellquiz, Lizenzkarte, Mission, Shop. Deck verbinden. Andere. Dies ist das Menü andere. Hier kannst du besondere Gegenstände erhalten, indem du Angebotscodes nutzt. Okay. Ich hab mir heute Pistazien gekauft, die sind angerufen worden. Hat man wieder Bock drauf. Klingt lecker. Klingt lecker. Seven's Character Info. Okay, das heißt, wir lernen noch die ganzen Charakter aus dem Universum anscheinend noch kennen. Tutorial ist dann noch gesperrt. Ist auch noch alles gesperrt hier, Alter. Kann ich hier hoch oder? Ja, okay. Alter, muss ich da jetzt richtig genau drauf zusteuern oder? Nee, Junge. Ich glaube, den Shop haben wir gleich noch nicht freigeschaltet, oder? Jetzt geht's wieder runter. Nee. Du kannst ein beliebiges Ziel auswählen, indem du die Karte von Ghost City mit Plus öffnest und nicht das Himmel gibst. Außerdem findest du Informationen, wie du dann dir treffen kannst. Abhängig von deinem Fortschritt in der Geschichte kannst du sogar an Orten, die du bereits besucht hast, aufs neue Land neu Deck stoßen. Also schau regelmäßig nach. Okay, gehen wir mal ins Zentrum. Aber ich muss dazu sagen, es waren ja wieder für Football viele Sachen von McKennedy im Angebot bei Lidl. Da habe ich mir auch schon einiges gegönnt. Ich habe übrigens auch hier schon mein Futter stehen. Chicken Stripes. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe heute noch ganz lange nichts gegessen. Muss ich nachher auch mal machen. Das Battle Royale hat noch nicht begonnen, aber es sind schon ein Haufen nur Landen dort. Natürlich sind das so schön, sind immer noch das Baum sammeln. Ein wirklicher Vergleich. Na egal, was der Plan ist. Wir müssen wieder herausfordern. Das ist vielleicht nur zu groß für einen neuen Spieler, weshalb ich den Becken Gegner für dich habe. Rain. Okay. Ich finde Rain, das fällt mir für eine Schulfläche der 7. Grundschule. Ich unterstütze Gavin in allen Angelegenheiten, an sich von der Schule zu lernen. Also, gewarnt, ich bin nicht bekannt dafür, meine Gegner mit Dungeons schon anzupassen. Ich muss 9% 10% vergeben. Also, 10% mehr als 9% ist unmöglich. So, gucken wir mal, wie das Ganze jetzt ist. Wenn wir bereit machen zum Duell, wird schon wahrscheinlich wieder Basic 1 drücke A-Knopf. Achso. Ah, okay. Wir entscheiden mit Schnick, Schnack, Schnuck. Okay. Das ist mir so egal gerade. Okay, ich gehe first. Also ich darf entscheiden, ob ich... Ja, ich darf gar nicht entscheiden, ich muss als Erster. Ich durfte schon entscheiden, aber hat sich ja gerade nichts bewegt. Deine erste Rushstuhl. Ja. Weil es sind nur 3000 LP. Neues Schatten, weil mit 8000, aber... Also okay. Ich höre mal zwei in der Hand und versuche davon zu nutzen. Im Lebensbezug gibt es 4 Phasen. Draw, Main, Battle, End. Okay, du hast keine zweite Main Phase, okay. Ich habe davor schon was gegessen, alles gut, alles gut.
Der Spielzug beginnt mit der Drawphase. In dieser Phase ziehst du Karten von deinem Deck. Ach, halt, ach. Fang an. Zieh dir meinen Geist an. Was? Okay. Und der Zauberer. Du kannst in Drawphase Karten ziehen, bis du 5 Karten auf der Hand hast. Auch wenn du mehr als 5 Karten auf der Hand hast, darfst du trotzdem eine Karte ziehen. Okay. Du hast 4 Karten an der Hand, also ziehst du eine Karte, bla bla bla. Weil du deine Hand wieder aufgefüllt hast, ist es gefehlt, Karten zu spielen. Naja, nachdem du deine Karten hast, wechselst du zum Main Phase. In der Main Phase musst du Monster beschwören und dich noch holen, die Monster des Gegners zu bekämpfen. Beschwör Monster von der Hand. Monster werden die Monsterzone beschwören. Es gibt nur 3 Plätze, du kannst nur 3 Mal rüber beschwören. Also am Stufen, schau auf die Markierung Stern auf die Karten an. Level 4. Wenn sie bis 1 von 4 ist, kann man sie direkt beschwören. Können alle Monster beschworen werden. Den Wolfgang. Entweder Angriff oder Verteidigung. Wenn der Monster von der Hand beschworen wird, ist er auch elektrisch spitz, das nimmt man immer so Setten. Ein Gegner hält sozusagen die Monster. Wir werden in Anführungszeichen spielen, würde ich mal sagen. So, als nächstes Zauberbogenschütze beschwören. Weil da sind noch 3 andere Sachen, die man machen kann. Ich glaube, wahrscheinlich Tributbeschwörung und Setzen. Muss man mal schauen. Und du tust mir ins Streuner. Achso, ne, Setzen entscheidest du, nachdem du auf Beschwörung gedrückt hast. Okay. Ja, ja, ich darf noch nicht kämpfen, ist der erste Zug. So, gehen wir in die Endphase. Dann bin ich mal gespannt. Drachenweise wurde das nochmal, möchtest du die Details sehen. Junge Priesterin, bla bla bla, 1-1 und 100, okay. Drachenweise wurde das nochmal schon beschworen, möchtest du die Details sehen, nee. Eigentlich brauche ich das Headset gar nicht, also von daher. Dragoid, was ist das? 1-5-0 Death, bla bla bla. 4 Sterne Monster. Battleface. Korn der Fusos-Hande! Oh, Konfuse hat mir gleich Schaden gemacht. Nee, Spaß beiseite. So. Da klärt erstmal den ganzen Kram hier. Okay, jetzt macht er einen Double Kill. Aber sicher! Aber sicher! So. Gut, da hast du Life Points verloren. Also, jetzt soll man 3 Karten ziehen. Okay. Um das Monster des Gegners zu besiegen, darf er uns andere neue Schwertkämpfer beschwören. Monster mit 5 oder mehr können also schon beschworen werden, bla bla bla. Lege ein Monster von. Wait, muss ich. Also, nee, okay. So. Ein Pluspunkt in der Stuhl. Das ist auf jeden Fall die Artworks. Ja, auf jeden Fall. Du hast ein Tribut schon geführt, bla bla bla. Für Monster schon 5 oder 6 benötigst du ein Tribut, für 7 oder mehr
Durch die 2, Max-Träuber ist ein, Monster Stufe 7, also beschwören wir 2 Monster. Aber ich darf den, glaube ich, nicht in dem Zug noch Tribut beschwören, oder? Als ob! Okay, aber das Schöne ist, der Max-Träuber sieht aus wie Axträuber, nur halt diese verstärkte Version. Max-Träuber Sunday! Junge, wir haben einfach die ganze Hand beschworen. Wer braucht Zauberkarten und Fallenkarten? Brauchen wir einfach nicht. Wir haben ihn gerade nicht besiegt, ihn jetzt in dem einen Zug jetzt. Naja, in dem Zug ist Game. Ach, wir halten Karten nach dem Duell? Okay. Aber es gibt auch einen Shop. Halt eine GP. Jetzt heißen die GP und nicht DP? Okay, interessant. Bedingung. Lege eine Karte von der Hand auf den Friedhof. Effekt. Ein offenes Monster von Defekte auf der Spielseite erhält bis zu 1000 ATK. Okay. Du hast ein offenes Monster für die Hexe auf deiner Spielseite, zerstöre eine Zauberfallenkarte. Okay, also wie ein MST. Wenn ein Monster eines Gegners einen Angriff deklariert, mischst du 4 Monster von Hexe von deinem Friedhof in das Deck. Was? Wait. Wenn ein Monster von Gegner angreift, dann mische ich 4 Monster von meinen Hexern von meinem Friedhof ins Deck. Und dann passiert. Und mehr passiert nicht. Und dann zerstöre alle Monster-Animationen auf dem Spielfeld deines Gegners. Aber eine Spiegelkraft für Hexer. Aber ich brauche 4 Monster im Grave. Okay. Ja, ich wollte die letzte Karte noch durchlesen. Die habe ich jetzt gerade vollkommen übersprungen. Oh. So. Nächste Lektion geht es um Zauberfallen. Diese sind sehr nützlich, wenn als Duells. Wird es mir noch irgendwas geben? Basis Deck 2 erhalten. Deck jetzt eine Kombination von Karten, die du im Spiel benutzen kannst. Wenn du alle Karten nimmst, kannst du. Du erhältst die Karten, die du für das Deck brauchst, indem du Duelle gewinnst. Erstmal gebe ich dir außerdem alle Karten, die du für das Deck brauchst. Okay. Du kannst Decks anschauen und ausrüsten, indem du folgende Schritte durchführst. Menü, Deck für Duelle ausrüsten. So wie auf meiner Geburt, Deck ausrüsten, sagt mir Bescheid. Okay. Ja. Das ist. Boah, Alter, ich hab echt jetzt gerade keinen Bock, das alles durchzulesen. Es spammt mich schon wieder voll hier. Hier findest du Situationen, die du nach Decks umgebaut hast, die du gerade baust. Bei Decks, die du gerade baust, kannst du gerade mal prüfen, wie dir noch fehlen, welche Violanten Situationen zu ihnen haben könnten. Also schau hier nach, wenn du nicht weiterkommst. Okay. Basis Deck 2. Decksuche.
Bildschirmdetails, nein. Kartenkatalog. Aber wir gucken uns jetzt nicht die Karten von dem Deck an, oder? Doch, doch, doch. Da war es Deck 2. Hier, die haben wir noch gar nicht durchgelesen. Nee, nee, nee. Wenn ein Monster deines Gegners. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert und du einen Monster des Typ Hexes und Füße fasst, das angreifende Monster verliert 5 ADK und 5 ADK. Okay. So. Ich bleibe mal an der Controller an, ich würde es anschließen. Okay. Ausrüsten für Duelle, Deck, neues Deck erstellen. Neues Deck erstellen können wir noch gar nicht. Nutze diesen Bildschirm, bla 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 bla, um Decks auszurüsten, die du in Duell verwenden willst. Du kannst bis zu 10 Decks ausrüsten. Okay. Bei einem Duell musst du wählen, welches Ausrüstung du verwenden möchtest. Ja, nee, ist klar. Du sollst verschiedene Decks ausrüsten haben, steht eine Waffe gegen den Gegner zu haben. Außerdem kannst du hier deine Deckbox Lage und Karten in Höhe des Decks anpassen. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir schon andere Kartenhöhlen oder? Naja, wir können sie im Shop kriegen, okay. Basis Deck 2, Deckbox, nein, dieses Deck ausrüsten. So. Aber ich kann glaube ich immer noch nicht in den Shop, oder? Ne, jetzt sind wir noch gesperrt. So, bereits im Duell. Aber ich kann da oben das Deck nicht wechseln. Also ich habe nur Basisdeck 2. Und ich habe aber 2 Decks, glaube ich, eingestellt, oder? Vielleicht geht es aufgrund des Tutorials noch nicht. Aber der hat doch gesagt, man kann bis zu 10 Decks ausrüsten. Und da müsste man doch zwischen 10 Decks vor dem Duell auswählen können. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir nehmen jetzt mal A. Lass uns wieder anfangen. Ja, ich kann wieder nicht auswählen. Ich muss wieder erster gehen. Ach ja. Tutorials, ey. Man kennt sie. Vor allem sind nur 2000 Life Points. Ich würde zuerst ein Monster. Ey, du sagst ja eher als vor hier. So. Lass mich dir rosa und grün gerade auf. Ja. Würdet ihr Fallenkarten rosa oder rot nennen? So, ich setze die jetzt mal kurz. So, ich hole mal kurz den anderen Controller. Zum Glück habe ich, was Switch-Controller angeht, mehr als genug hier. Halt. Sehr schön. So, dann lass mal den mal kurz anschließen. Schon mal runter. Man kennt diese Controller, die runterrutschen. So. Sekunde. Zack.
So. Kannst du den jetzt gleich verwenden? Ich glaube, den kann ich jetzt gerade nicht gleich verwenden. Machen wir dann gleich, sobald wir das hier beendet haben. Violett, Alter! Ich glaube, es gibt Leute, die sehen das anders. Wow. So. Nein, möchte ich nicht sehen. Gut. Was ist das? Feuerwächter. 2-1 für 100. Now's my chance. I activate a trap card. Das ist die, wo der, glaube ich, verliert, genau. Jetzt ziehen wir 5 Karten nach. Jetzt kommt, wir ziehen nur Monster. Wir ziehen nur Monster. Okay, eine Zauberkarte dabei, okay. Ja, die anderen können wir auch noch aktivieren, weil das nicht Monster vertören. Ja, du musst sofort in die Battleface gehen, halt. Du darfst nichts weiter machen. Aber reicht ja auch. So. Das hier haben wir ein paar Kärtchen. Oh, die 2 Effektmonster. Okay. Lass mal lesen. Die größte Karte Millen. Die Karte hält bis zum Ende des Spielzuges in Höhe der Anzahl der unterschiedlichen Eigenschaften auf deinem Friedhof 300 ATK. Okay. Wie viele Eigenschaften gibt es in Yugi nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube. 5, 6, oder? Licht, Wind, Wasser, Feuer, Licht, Wind, nee, Licht, Dunkelheit, Licht, Dunkelheit, Wasser, Feuer, Erde, ich glaube, das müssten alle sein, und göttlich, 6 oder 7, keine Ahnung. Eine Karte milden, Kampfposition ändern, die Kampfposition eines Monsters auf dem Schritt eines Gegners. Okay. 6 Feuer, Wasser, Wind, Erde, Licht. Du vergisst göttliche Ermos. Du vergisst göttlich. Die Götter haben eine eigene Eigenschaft. Weil Licht und göttlich ist wieder was ganz anderes. Das wüsste ich jetzt auch nicht aus dem Kopf. Keine Ahnung, 6 oder 7. Müsste man nachgoogeln. So, warte
warte mal, kann ich jetzt kurz den Controller wechseln? So, lass mal kurz. Warte mal. Genau. Nee, warte mal. Da muss ich die Kontrollreihenfolge, glaube ich, gerade ändern. Genau. Sehr schön. So, ich will noch ein Geschenk geben. Starterdeck Yuga erhalten. Kriegt man noch die Karten, die man noch braucht. Aber du weißt, was jetzt kommt, du hast dein Deck ausgeschaltet, wenn du bereit bist. Okay. Deckrezept anschauen. Was ist das? Da spielt ein paar Effektdinger. Leute, davon kämen auch schon alle Karten. Wie mache ich das jetzt? Wie war das jetzt? Hier ausrüsten für Duelle, hier, da war es. So. Guck mal, PN, schau ich gleich. Wahrscheinlich Discord meinst du, wa? Discord, Alter. Wer ist das hier, Junge? Gönnt er sich. Gönnt er sich. Sehr nice. Krieg ich auch Hunger drauf. Ich krieg sogar jetzt gerade auf mein Fleisch gerade Hunger. Ich glaube, wir müssen eine Pause machen. So. Was mich übrigens gerade ein bisschen ärgert, ich wollte jetzt vorhin schon ein bisschen Acehawk installieren. Ja, und da kackt der Klient ab, ey, sag ich euch. Richtig nervig. Hoffentlich krieg ich es nachher noch installiert, da kann ich noch ein bisschen zocken. Aber mal schauen. So. Drittes Duell gegen Rain. Papierschere oder Schein? Papier oder Schere? Wir gehen mal auf Schere. Er hat gewonnen. Entscheidet diesmal der Gegner, wer anfängt. Ja, okay. Wir gehen second. Okay. So, Talon nehme ich nicht, wir können die Zeit sehen. Will ich auch nicht sehen, wobei das ist ein Effektmonster, das hätte man vielleicht angucken sollen, aber egal. Summon, Alter! Was ist das Schönes? Der Multischlagdrache Dragigas, Level 7. Okay. Was kannst du denn Schönes? Erzähl doch mal. Die erste Karte Müllen von oben. Falls ich gerade den Spielzug einen Monster durch Kampf zerstört, kann sie einen zweiten Angriff durchführen. Okay. So. Ja. Magisch Ungeheuer Wolfgang, Alter. Lass uns ein Effektmonster benutzen, um Multischlagkarte 3 Gears zu zerstören. Effektmonsterkarten haben eine andere Farbe als normale Monsterkarten. Du kannst den Effekt des Monsters zu einer Frühspielzug benutzen. Da steht aber nirgendwo, wo wir uns vertören. Aber okay. Erstmal eine Katze beschwören.
Das würde Kitty gefallen. Dann nächstes Monster beschwören. Dann beschwören wir den Magier. So. Müssen wir mal kurz den Taskmanager mal aufmachen. Einfach kurz sehen, wie viel Leistung der gerade ein bisschen verschlingt. Reicht. Es geht. Es geht. Ist auf jeden Fall. Ist gut machbar. Der kommt nicht in die Spitzen, der PC. Aber gut. Bei der kleinen Anwendung auch gar nicht. Wen wir auch noch machen, ich will noch ein Spiel runterladen oder Spiel spielen, das auf maximale Einstellungen spielen und mal gucken, was der Afterburner dann sagt von FPS und den ganzen Kram. So, ich will mal den. Gehen wir in die Battle Phase. So, direkt da noch mit dem Drachen. Und der nächste Angriff. So, minus 1000. Hast du noch was von der Sprache auf deiner Spielseite? Genau, wir müssen Drachen kontrollieren und dann kann man den Zauberfeind halt zerstören. Der ist auch schön neu verbunden, sehr schön. Und dann haben wir noch eine Fallenkarte. Halt! Ah, ich habe vergessen, die durchzulesen. Ah, ich habe einfach A gedrückt, ey. So. Ich habe noch niemanden getroffen, der sich die Regeln so schnell zu eigen macht wie du. Du weißt ja, wie man in Rush Duel spielt. Du kannst mehr Deckrezepte bekommen, indem du dich mit vielen Figuren duellierst. Wenn du dich mit der Person duellierst, die dir das Deckrezept gegeben hat, gibt sie dir auch die Karten, die du brauchst, um es zu bauen. Aber tausche bitte die Karten in deinem Deck noch nicht aus. Natürlich darfst du die Karten in deinem Deck austauschen, es gibt keine Regeln dagegen. Aber da Rush Duels noch neu für dich sind, solltest du erstmal Erfahrung sammeln, bevor du dein Deck baust. Okay. Oh, du kannst jetzt mit lokalen Duellantenkämpfen bla 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 verbinden und dann nächstes Netzwerkmatch machen bla bla bla. Selbst wenn du nur einen Freund hast, bringt dir das Spiel den Vorteil, um Freund zu werden. Du kannst nun deinen Duellanten-Avatar festlegen. Jetzt kannst du die Funktion Rush Freunde im Menü auswählen. Okay. X-Menü. Rush Freunde, was ist das? Okay, anscheinend. Das ist gerade kein. Verbinden. Finden wir da überhaupt irgendjemanden? Alter, entfernte Duellanten, Alter. Man kennt sie. Na gut, lokal haben wir ja gerade gar nicht. Du kannst doch gar nicht online spielen, okay. So.
Tutorial. Gut, und einen Moment mal. Du kannst eine Hilfe doch nicht hinaus in den Winter schicken, wenn wir da Löwen sind. Du wirst ein paar Drachen wie mich brauchen. Als ob. So, Luke nimmt die Duelle wirklich, wirklich, wirklich ernst. Also könnte er ein Pfand, wenn sie Großbandanfänger sein. So. Also ihr deckt mich dabei, als ob. Mama-Drachen, Alter. Okay. Junge. Ja, mit 8000 LP. Dann schauen wir mal. Mal gucken, wie schnell die 8000 LP weg sind. Bestimmt sehr schnell. Okay, jetzt können wir auch alle drei auswählen. Aber wir nehmen mal das dritte Deck, würde ich sagen. So, dann schauen wir mal, wie viel da auch uns zukommt. Oh. Ja, ey. Auf jeden Fall. Ich würde tatsächlich sogar Second gehen wollen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht wäre. Siehst du, du ziehst ja auch nur vier Karten. Du ziehst ja dann auch zu Beginn deines Zuges ziehst du gleich eine Karte, oder? Ja, ja. Stimmt, der erste Spieler zieht hier eine Karte. Siehst du? Den kennen wir schon. Ein Feld, okay. Draw Face. Nochmal so ein Bogenschütze. Okay, was hast du da jetzt für ein Monster auf dem Friedhof gelegt? Ja, ich will es halt sehen. Mein Gott, ey. Leg ein Monster auf deinem Friedhof und du kannst dann einen 12 oder höher Drachen von deinem Friedhof suchen. Okay. Lege diese offene Karte von deinem Friedhof auf deinen Friedhof. Ein Aufwärtsmann von Hexer, ist viel niedriger, kann den Spieler direkt angreifen. In Yugi hat er sich gezeigt, dass fast schon eine Kalazin ist zu P wurde. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Hermos. Auf jeden Fall. Wir beschwören den. Dann beschwöre ich den. Tributbeschwörung. Bist du ein Hexer? Du bist ein Hexer. I summon a monster. So, dann schauen wir dich. Dann Effekt aktivieren. Geht auf den Grave. Du darfst direkt angreifen die Runde. Und dich setten wir. So. Battle Phase. Erstmal die 1000 direkt. So. Und dann das verdeckte Monster.
Hat auch nur 1000 Death, okay. Ne, hat 0 Death, 1000 ADK. Und dann Endphase. So, schauen wir mal, wie es weitergeht. Lass drei Karten ziehen. Monster setten. Okay, sie opfert sogar ihren großen. Was kommt da jetzt? Ach, das ist der Drache von vorhin, okay. Hm. So. Darf ich ja nicht zweimal angreifen, wenn er einen, wenn er einen Dings, Monster durch Kampf zerstört? Dann krieg ich nochmal 1,5 Schaden, wenn so auf den Monster Dings geht. Also, wenn wir 5 Karten ziehen, müsste ja irgendwas dabei sein, was uns hilft. Hoffe ich zumindest mal. End of Phase. So. Draw Face, Alter. Okay. Was machst du? Okay, wir können. Uff. Warte mal. Wir können den beschwören. Dann kann ich den Schamanen spielen, der kann dann. Wobei, behalten. Ne, warte mal, eine Falle. Drachenbegegnung. Warte. Wenn der Gegner ein Monster normal oder spezial schon ein Monster von Drachen. Okay, gut. Wir könnten den Schamanen spielen, könnten dem nochmal 1000 mehr geben und dann könnten wir mit 3000 direkt angreifen. Aber dann wären wir unsere Probleme nicht los. Wer ist denn Death mit 1-1? Nichts angezeigt. So, gehen wir in die Endphase. So, ich würde sagen, nach dem Duell machen wir eine kurze kleine Pause. Jetzt hätte ich jetzt mal ein Monster. Beschwörung. Was ist das? Leg eine Karte in der Hand und wieder auf. Ein Aufmesser verliert die Karte. Okay. Ich aktiviere meinen Monster-Effekt. Das war auch nicht so schön. Weil damit verliert unser stärkstes Monster ein bisschen Power. So, noch eine Karte. Battle Face. Ich mach das einfach Schaden. Ich hätte den anderen eher in Death spielen sollen. War jetzt echt blöd von mir, den in
Eine andere Karte spielen. Hey Kitty! Der verhält sich ruhig. Schön ruhig, Kitty. Schön ruhig. Aber gut, okay, also das stream ich über die Switch. Also so gesehen, Switch macht eine Arbeit und der Rechner macht ein bisschen Arbeit. Also von daher. Na, wenn ich mal Zeit habe, will ich mal auf irgendwelchen auch mal ein heftigeres Game spielen. So, mal. Torna, legt eine Karte von der Hand auf den Friedhof. Ändert die Kampfposition von dem Monster. Das ist gar nicht mal so schlecht. Aber der hat einen 7, aber der hat 5 Sterne. Der hat. Ich glaube, den will ich nicht. Noch nicht, Kitty, noch nicht. Noch nicht. Heute ist eine Ruhepause für ihn. Nee. Aber ey, hätte ich Elzot installieren können, weil irgendwie will der Klient nicht richtig runterladen und alles, keine Ahnung warum. Hätte ich jetzt Elzot gestreamt und dann richtig zack, zack, zack. Oder, ich muss mal gucken. Ich habe mich der Q2 auch noch installiert vorhin. Ich glaube, also Q2 wird auch nicht so extrem viel Power, sag ich mal, ziehen. Das wollte ich sagen. Mal gucken. So. Ja, Alter. Ja. Elzot muss sterben. Einfach weil er jetzt zu krass ist. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber auch ein bisschen. Boah. Lass mal überlegen, warte mal. Nee, ich geh einfach angreifen. So. Aber ich freue mich damit auch schon, ein bisschen Videos aufzunehmen. Also von wegen. Über PS4 zum Beispiel irgendwelche Videos zu machen, irgendwelche Gameplay-Videos oder irgendwelche anderen Sachen so ein bisschen aufzunehmen. Da freue ich mich richtig drauf. So. Musstest du dann eigentlich noch etwas austauschen oder ist er jetzt so, wie du ihn gesehen hast? Oh, es war alles eingebaut. Es war komplett alles fertig eingebaut. Du konntest ihn sofort starten. Du musstest halt nur noch das Netzteil, sag ich mal, ranbauen. Und du hast halt den Rechner im Karton, in den riesigen Karton drin gehabt. Und da hast du noch drei andere Kartons gehabt von der. Vom Netzteil, von der Grafikkarte und vom Mainboard. Und überall sind doch Ersatzteile, Schrauben, Ersatzkabel drin. Ich dachte auch erstmal so, muss ich jetzt irgendwas einbauen oder so? Aber nee, war komplett fertig. Nee, den anderen Raum habe ich gleich mitbestellt. Den habe ich über den Shop, wo ich gekauft habe, gleich mitbestellt. Und habe dann gleich anstatt 16 GB, habe ich da 32 GB einbauen lassen. Das hat mich dann gleich 29,40 € gekostet. Und so gesehen haben die es halt für mich dann gleich eingebaut. So. Aber ich freue mich auch, eine 40-70 Super. Alter ey. Also, bis ich die mal ausreizen kann, das wird ein bisschen dauern. Okay. Multischlagdrache, Alter. Ich glaube, die besiegt uns. Ich darf da auch zweimal angreifen, oder? Oh, Junge. Der macht nix.
Genau, ich muss eine Karte abschmeißen, darf zweimal angreifen. Und der andere, der Multiflag-Drache, muss meinen Monster im Kampf besiegen, darf auch zweimal angreifen. Aber es sind 2000, das sind 3,5. Das sind 4000, das sind 6000 Schaden, oder? Wenn ich gerade richtig rechne. Das ist Game. Angriff, genau, 2,5. Jetzt darfst du nur mit 1,5 angreifen und der Dings darf noch zweimal angreifen. Das ist Game. Hm. Du greifst mit 1,5 an und Game. Aber ich finde Game eigentlich recht schön. Muss man wirklich mal sagen, also es ist schon nicht so schlecht. Kannst dein Kram an Rechte echt schicken, ist über LP-Anzeige. Du, das muss ich im Overlay bearbeiten im Internet. Über Stream Elements auf der Webseite. Das muss ich sowieso mal ein bisschen abändern. Je nachdem, was wir denn so streamen und alles. So. Nochmal versuchen. Nee, lass mal nicht versuchen. Aber ich gucke mal, ob ich das auf die Schnelle hinkriegen kann. Warte mal. Weil das sollte ja eigentlich ganz easy sein. Stream Elements, Dashboard. So, Streaming Tools, Overlays. Das müsste glaube ich gerade sein. Genau, das ist es. Ich schieb das Ganze mal hier an die Seite und schieb. Ja. Da muss ich gerade ein bisschen mehr verschieben dann. Saven wir jetzt mal. Ich hoffe, dass. Genau, sehr schön. So. Ich war so nah dran. Ja, du hast ja nur 6000 Life Points gehabt. Ja, ist klar. Wir waren so nah dran, ist klar. So. Es ist kein Menü in einem Restaurant. Okay. Das andere rechts? Also. Ja. Ich verstehe schon. So. Das ist übrigens auch bei uns im Laden so eine schöne Sache. Wir haben einen Ausgang, der hinten ist. Und wir haben den Eingang. Und ihr müsst euch das mal so vorstellen. Wir haben vorne den Eingangsbereich und wir haben den Ausgangsbereich für die Fahrer. Also ich zeige euch das mal ganz gleich. Und zwar, wie mache ich es am besten? Warte mal. So, und zwar hier. Mein Gott, ey, warte mal. Cam. Also hier ist der Haupteingang für die Kunden. Und hier, wo ich jetzt bin, mit der Cam, da ist der Ausgang für die Fahrer. Aber ganz ehrlich, wenn dann eine Kollegin oder so zu mir sagt, ey, du kannst ja hinten auch aufschließen, oder du kannst ja hier auch links da aufschließen, dann denke ich mir auch mal so, wait, meinst du jetzt vorne den Kundeneingang oder meinst du hier den Fahrerausgang hier? Aber ja, danke Ausgang hinten und vorne reicht mir fürs Kopfkino, ey. Ja, was, Kopfkinos vorm Schlafen gehen, gönn dir, muss sein. Ja, ich bin scheiße im Erklären, auf jeden Fall.
Obwohl eine furchtbare Köchin ist, hat sie aus Versehen das leckerste Gericht aller Zeiten zusammengekocht. Dragias Curry. Man würde meinen, ein knallblaues Curry mit Kaugummi und Limonade würde widerlich schmecken. Aber das Leben steckt voller Überraschungen. Nett! Okay. Ach du alter Schmör. Ich glaub nicht, dass es das Kompliment war. Ich will es aber als Kompliment nehmen. Naja, dann. Gut. Können wir da irgendwas anderes machen oder müssen wir gegen sie spielen? Okay, wir müssen anscheinend. Wir können gleich auch unser Deck noch nicht bearbeiten, oder? Können wir ein neues zusammenstellen? Ne, können wir nicht. Ich will mal kurz schauen. Ja, hier, warte mal. Das hier hat die Fallenkarte mit den Hexern. Und das hat auch den Funkenvorhang. Auch den MST und den Dings. Und was hat das hier drin? Ach, hier haben wir auch die Karten drin, siehst du? Okay. Gut. So, wir werden, glaube ich, weiter entscheidend Julia nutzen. Wir probieren es aber nochmal. Ich würde jetzt aber auch nebenbei ein bisschen essen. So. Weil meine Chicken Stripes sind schon kalt, also von daher. Ich habe kurz auf die Zunge gebissen. So. Wir nehmen A. Würde ich mal behaupten. Gegner überlegt noch. Okay. So. It's my turn. Schamane. Was tun wir? Was tun wir? Der lässt uns eine Karte ziehen. Das ist richtig nice. Das heißt, den spielen wir schon mal aus. Ist noch eine Frage, welche Karte wir ablegen. Ich würde, glaube ich, den dunklen Zauberer nehmen. Okay. Es bringt halt jetzt nichts, eine Tributbeschwörung zu machen. Nur für wenige Handkarten. Oder? Wobei. Wir können das, glaube ich, so machen, dass wir. Weil können wir den nämlich noch beschwören. Weil der hat seinen Effekt ja schon erfüllt. Der würde ja eh nächste Runde sterben, höchstwahrscheinlich, weil wir den nicht beschützen können. Und dann ziehen wir nächste Runde 4 Karten. So.
monster. I set a card. Ich muss noch markieren, welches Mikrofon ist. Einfach die Bio hier drin spielen, ja. Aber ich glaube, in dem Rush-Duel braucht keiner Max C. Ja, wir gönnen uns erstmal das hier. Wir nehmen die Mitte. Was ist das? Wenn ein Monster von dem Drache auf deiner Spielseite durch einen Angriff zerstört wird, lege eine Karte von der Hand auf deinen Friedhof. Zerstören Monster und fetzt Gegner, okay. Die ist zum Direktangreifen? Ne, die ist zum 1000 mehr Stinks geben. Und ihr macht aber, glaube ich, nichts, oder? Du hast Death. Du bist mit 1-1 eh zu schwach, wir haben keinen Tribut, wir könnten zu verstärken, aber will ich nicht. Stimmt, wir sollten die Tauge gleich auch setzen, damit wir mehr Karten nachziehen. Na, shit. Missklick. Zu schnell geklickt, ey. Man kennt es. Egal, ziehen wir nächste Runde 5 Karten. So. Vielleicht hat sie ja irgendeine Fallenkarte, die uns weniger ATK verlieren lässt und dann haben wir ja doch ein bisschen Glück gehabt, aber mal schauen. Und gehen wir in die Endphase. So. Okay, da können wir eh nichts machen. Was macht die? Du hast noch eine Drache, bla bla bla, so schön, dass du fallen kannst, okay. Ja. Gönn dir. Drachen Inferno, das müsste die gleiche sein, ja. Ja. Shit! Beide Fallenkarten sind weg! So. Summon. Das ist dieser. Okay, sie kann weniger ATK geben. Das ist böse. So. Set a monster. Battle phase. Okay. Ja, okay, wir müssen natürlich sicher gehen, dass der Große schön irgendwo rüberrennen kann. Das ist natürlich verständlich. Aber Hermos, hier wäre Raskugelmodus richtig geil. Wenn du verstehst, warum. Okay, wir haben richtig viel. Zerstörtorfalle.
Du wirst Karten ziehen, wenn wir einen Hexerangriff legen. Bist du ein Hexer? Du bist ein Hexer. Tut mir zwar für Kitty leicht, aber... leid, aber wir müssen die Katze, glaube ich, aufschmeißen. Leider. So, summon. Ja, du hast keine... Du zerstörst ja nur zwei Fallen, ja. Ah, halt Tributbeschwörung, aber ja, da können wir die andere Karte gleich öffnen, genau. So, dann dein Effekt. Auch wenn er jetzt böse ist, aber wir müssen die Katze abschmeißen, würde ich behaupten. Wobei. Nee, schmeißen den ab. Draw one card. Die Spiegelkraft für Hexer. Gönnt. Legt eine Karte von der Hand auf den Friedhof. Bla bla bla. Wir könnten das verdeckte Monster könnten wir. Das verdeckte Monster könnten wir ändern. Ich glaube, ich will das nicht machen. Weil wir rennen mit dem 1-6er, rennen wir über den 1-5er. Das ist ja auch kein Schnelleffekt. Siehst du? Schnelleffekte. Es gibt noch keine Schnelleffekte. So. Ja, bisher doch, glaube ich, noch gar keinen einzigen Schnelleffekt gesehen. Ah, shit! Halt! Nein! Battleface. So. Genau. Draufrennen. Zack. Junge, du musst durchhalten, du hast gerade mal 100 Life Points verloren. So. Das Phoenix-Sache. Leg die Karte ab, oder du kannst eine Tour 5 oder höher vom Friedhof nehmen, okay. Mhm. Das kommt ihr Multi-Dragon, oder wie der heißt, glaube ich, oder? Ja, der Multi-Dragon, Alter. Der Multi-Dragon. So. Gönn dir. Was ist das? Warte mal. Halt! Ich bin. Weil es müssen sie der Erddrache sein, oder? Ah, ich kann halt nicht aufs Spielfeld gucken, okay, schade. Fetze. Müsste man gleich noch ein bisschen ändern, aber okay. Was bist du? Daniel, der Finsternis. Okay, du bist kein Effektmonster, 1-6. Okay, gut, gönn dir. So, wir können eine Karte aktivieren, Alter. Und zwar die dunkle Offenbarung. Die dunkle Offenbarung, Alter. So. Das Schöne ist, wir gehen so auch nicht Deckout. Weil wir haben ein bisschen was zu recyceln. Aber ich liebe die Sprachausgabe von denen, auch wenn es auf Englisch ist. Das ist auf jeden Fall nice. 5 Karten, Alter.
Ah, so. Lass mal gucken, was haben wir da Schönes. Wir haben... Oh, das ist der, der mehr... Der pro mehr Eigenschaften mehr Dings macht. Warte mal, wir können erstmal, glaube ich, seinen Effekt machen, oder? Genau, wir können mit Karte auf den Friedhof legen. wir legen die Katze auf den Friedhof, weil ich glaube, die haben wir nicht mehr im Grave, oder? Ich muss mal kurz gucken, was wir jetzt alles überhaupt im Grave haben. Schutzgeist. Schutzgeist ist nice. Das sieht nach einem OTK aus, eventuell. Wir haben Erde, wir haben Feuer. Wir haben Finsternis, okay. Also Wasser fehlt uns auf jeden Fall noch. Du bist ein Level 5er. Du bist ein Level 7er. Machen wir einfach den Level 7er als Beschwörung. Weil der Effekt kommt ja auch erst dann, wenn wir den aktivieren. So, damit haben wir jetzt Wind auf jeden Fall reinbekommen. Ich glaube, Wasser haben wir jetzt noch nicht drin. Wasser fehlt, glaube ich, jetzt noch. Der Sevens Straßenmagier, Alter. So. Dann machen wir den hier. Dann wir können nochmal eine Karte ziehen, indem wir nochmal eine abschmeißen. Das wird der Finsternis-Typ sein. Karte ziehen. Da ist ein Funkenvorhang. Das ist die Fallenkarte, die mehr. Die weniger ATK gibt, genau. Dann beschwören wir noch dich. So, dann können wir. Wobei, was muss ich für den Schutz des Windgeistes machen? Ich glaube, da muss ich nur einen Hexer kontrollieren, oder? Ne, wir müssen eigentlich halt von der Hand auf den Friedhof legen. Dann machen wir das mal seinen Effekt. So, du kriegst jetzt, glaube ich, 1500 oder irgendwie sowas. Alter, ja, du kriegst richtig viel ATK. Aber es reicht immer noch nicht für ein OTK, glaube ich. So. Okay, wir haben 4600. 5, 6. Wird knapp, glaube ich. Ich glaube, das ist kein OTK. So. Nee, da fehlen 600 Punkte. Ey, Hermos, wir OTK in Rush kriegen wir hin. Im Endgame dann irgendwann. So. Aber irgendwann kriegen wir auch ein FTK in Russian, bestimmt. So. Check out. Ein Körper Set. Cube zusammen. Okay, das ist wieder der große. Ich glaube, es sollte unser Duell sein, aber schauen wir mal. Okay, der kann mir weniger TK geben, das ist böse. Mal gucken, wie man das macht. Ja, bei dem, okay. Das heißt, jetzt, wenn du jetzt auf den rauf rennst, bringt mir meine Fallenkarte nichts. Okay, wenn du das machst, dann bringt mir natürlich was. Was halt? Was haben wir unten liegen? Warte mal.
haben wir denn da unten liegen? Ey, ich kann mir die Karte nicht angucken, was soll denn der Scheiß jetzt? Ach, die Tower-Karte, okay. Hm. Da wird die Fallenkarte unten liegen, aber gut. Wird böse. Aber sollten wir gewinnen. Draw Face! Jetzt haben wir den Seventh Magier. Oh, schade. Den hätte ich jetzt zu gern gezogen. Ich glaube, sein Effekt, dass wir da ein bisschen die Karte nachziehen können. Oh, wo wir direkt angreifen dürfen. Sehr nice. Den setzen wir. Und dann machen wir dich in die Cup Position. Wir werden dich opfern. Dann dein Effekt. Wir können nur den wählen, okay. Aber ey, der hat auch. Der hat auch mehr als genügend ATK, oder wie wir jetzt ein das Game gewinnen können. So. Direct Attack, ey. Kannst du nichts gegen tun. So. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Karten, die sie benutzt hat. Die Zauberkarte kennen wir, glaube ich, gar nicht. Legt drei Monster von Typ Drache von der auf dem Friedhof. Zerstöre alle Monster auf beiden Seiten, also schwarzes Loch. Falls du ein Monster durch diesen Effekt zerstört hast, beschwörst du ein Monster von Typ Drache 4 oder niedriger als Spezialverteidigung von deinem Friedhof in Verteidigung auf deiner Spielfeldseite. Ist interessant, okay. Also schwarzes Loch plus, dass du noch ein Monster zurückbekommst, damit du ihn noch ein bisschen verteidigen kannst. Ja, das ist doch mit drei Karten auf, meistens muss es ein bisschen heftig. Aber die machen denn irgendwas im Friedhof oder bringen die irgendwelche anderen Effekte? So. Feuerzeichen, okay. Haben sich eure Geister verbunden? Mhm. Das Feuer der Liebe, was? Okay. Ja. Was ist das? Yummy Ruler ist Gavins Lieblingsmonster. Verstanden, zögern, Finsternis, verzögere, ich meine, Gavin tut sein Bestes. Bist du bereit? Du hast genau nicht alle Regeln gemerkt, das ist doch kein Problem. So. Diese komischen Widerstimmen sind mit Echo sind echt ein bisschen creepy. Ja, so ein bisschen, ja. Aber manche sind wirklich cool. Vor allem so auch die Sprachausgabe während des Duells. Das war schon ein bisschen nice. Okay, das hatten wir, glaube ich, schon. Blitzmeldung, Volant entdeckt, okay. Im Gebäudekeller befindet sich ein extrem mächtiger Volant, du weißt schon, im Sondergebäude.
Volker, du meinst den Keller, in der Yuga Rush du es auf Boa System hochgeladen hat. Da habe ich diesen Kerl kennengelernt, meinst du, könnte das sein? Okay. Schalldeck Luke erhalten, sammle die Karten, die du für das Deck brauchst. Wahrscheinlich das, was wir gerade irgendwie gespielt haben. Du kannst neue Karten halten, die du Tickets oder GP und Karten verbinden. Mit Werkus findest du viel Spannung auch noch, die dir aber helfen kann, dass du deine kannst Gewinnung halten, die du aufhielst. Und die Missionen im Menü werden viele jetzt angezeigt. Okay. Ah, nein, wollen wir es nicht anschauen. Nein, lass mich in Ruhe. So. Gut, Menü. Wir können Missionen machen. Wow. Ach, okay. Okay, das wird ein bisschen nervig. Aber okay, wir haben ein bisschen was zu tun. Duellquiz. Okay. Wenn wir uns auch in Ruhe nachher durchgucken. Wir gehen erstmal in den Shop. Da will ich erstmal reingehen. Im Shop kannst du viele kannst du Dinge wie Kartenpacks. Ich diese Karten Sonderteile für ein Deck kaufen. Sonderteile. Sonderteile. Sind das jetzt irgendwelche anderen Sachen, die wir nicht nennen dürfen? Die Auswahl dafür ändert sich mit der Zeit, da schaue ich mir nicht rein. Du kannst Shops der Rush-Freunde besuchen. Okay, gehen wir erstmal zu Kartenpacks, ich darf noch nichts anderes machen. GP und Tickets darfst du benutzen, bla bla bla. Deck-Mode. Deck-Mod Pack 1, Alter. Okay. Was? RR? UR, SR, R und N. Es gibt 3 RR. Es gibt 4 URs, 6 SRs, 16 Rs und 22 Ns. Warte mal, dann gibt es wie viele Karten? 22, 16 sind 38. Dann nochmal plus 10. Das sind 51 Karten im Deck. Also, ja, steht auch da. Karten im Pack anzeigen. Oh, wir können sogar die Karten im Pack schon vorher sehen. Das ist geil. Okay. Die ist nice. Komm, aussehen hier. So ein bisschen. Wie eine Kuribo-Variante, man kennt sie. Moki Moki. So. Gegenstandtausch. Ne, kann ich nicht machen. Ne, sagt er mir nichts. Okay, Karten verkaufen. Durch Tickets. Achso, wenn wir wahrscheinlich so ein Ticket, so ein höheres nehmen. Ah, dann kriegen wir so mindestens eine. Das ist nice. Weil die werden wahrscheinlich wert zu farmen sein. Warte, du kriegst nur eine Karte? Du kriegst nur eine Karte? Du kriegst, wenn du ein Ticket nimmst, nur eine Karte dann? Okay. Nee, du kriegst ein Pack. Das haben wir ein bisschen blöd übersetzt. Naja, da haben sie sich auf jeden Fall Mühe gegeben bei den meisten Sachen. Kriechedrache, Alter, man kennt ihn. Was ist das? Der Gegner hat 200 mehr für den Gemeinschaft gespielt, Ende 1 in die offene Angriffsposition. Die Flüsterfee. Leg eine Karte von einem Friedhof, mische bis zu 2 Monster auf Friedhof seines Gegners Deck zurück. Okay, warum sollte man das tun? Lass uns mal nochmal 2 Booster öffnen. Also das macht er auch ganz automatisch. So, nochmal X mit in Folge öffnen. Ey, wir haben eine Karte, die Kitty gefallen wird. Auf jeden Fall.
Der Totenkopfdiener! Man kennt ihn! Der Durchschlag sieht doch auch nicht schlecht aus. Kartenzeitschild A. Bedingungen keine. Wunderschön. Monster von den Friedens in Angriffsposition erhält 600 K. Bedingungen keine. Bestimmt ein neues Monster auf deiner Spielseite aus, falls die Spielzeugmonster im Verteidigungsturm angreift. Fügst du durch deinen Kampf hinzu, falls er die Kabel abladen. Die alten. Der Königskäfer, Alter. Die große Karte auf dem Deck auf dem Friedhof. Effekt als auf das Monster auf der Spielzeit, der hat bis zum Ende des Spielzeugs ATK. Okay. Die Gesundungskraft. Zwischen drei Monster des Typs Hexer von der Friedhof des Deck. Ziehe eine Karte. Die ist für unser Hexer-Deck gar nicht mal so schlecht. So. Lieferdatum TBC, ey. Und steht auch, wie man das Ganze freischaltet. Aber dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube, 6. Warte mal, 6 Booster, glaube ich, oder? Ich glaube, 6 Booster haben wir jetzt gerade. So, wir haben so exklusive Karten: Sonderteile und eShop-Inhalt. Gut. Dann würde ich sagen, war es das für den heutigen Stream? Ich werde den Stream übrigens dann auch auf YouTube auch hochladen. Aber ich denke mal eher dann in geschnittene Teile, also vielleicht so in 20 Minuten oder so, keine Ahnung, mal gucken. Oder vielleicht als ein Ganzes. So, aber wir haben es ja wirklich schon 21:26 Uhr. Gut, ja, nee, ich muss aufhören. Ich muss morgen um 10 Uhr wieder aufstehen. Gut, okay, muss mehr vor Arbeit sein, aber trotzdem. Ich will eh noch ein bisschen länger wach bleiben, ihr kennt das. Gut. Dann würde ich sagen, schön, dass ihr mit dabei wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut da rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir schon mal in den Endstream. Und dann sind wir jetzt schon im Ende des Streams.